Im Kapitel 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes sind Sie als Unternehmen dazu verpflichtet, interne und externe Themen zu bestimmen, die für Ihr Qualitätsmanagementsystem relevant sind. Die Organisation, Ihre Organisation muss Informationen hierzu überwachen und überprüfen. Das ist ein sehr kryptischer Text in einem ersten Blick, aber wenn man praktisch auf diese Situation draufschaut, ist es nichts anderes als diejenigen Themen auf dem Schirm zu haben, die für Sie relevant sind. Wenn Sie beispielsweise ein Pumpenteilehersteller sind, dann ist es definitiv interessant für Sie zu wissen, wie Pumpen funktionieren, beispielsweise Kreiselpumpen oder ähnliche Pumpen. Und diese Arten von Informationen oder Themen sind als interne Themen entsprechend ausgewiesen. Und es ist definitiv auch für das Managementsystem interessant zu wissen, wie die Gesamtheit dieser ganzen Themen, die eine ganze Latte an unterschiedlichen Themen darstellen kann, in Ihrem Unternehmen entsprechend gemanagt sind. Sie werden mit Sicherheit fündig werden in den Entwicklungsabteilungen oder in den Fertigungsabteilungen. Sie werden feststellen, dass Ihre Mitarbeiter und Ihre Kolleginnen und Kollegen entsprechende Informationen bereits vorliegen haben. Beispielsweise durch Fachartikel, durch diversen Informationskontakt über Vertriebsfirmen oder die Vertriebsabteilung ihrer Kunden oder vielleicht sogar auch ihrer Lieferanten, unzählige Informationen, die dazu beitragen, dass Sie als Unternehmen eine gewisse Qualität liefern können. Wie gehen Sie das Ganze praktisch an? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Wege. Es gibt nicht die einzige Lösung, die es gilt zu befolgen. Das macht das Ganze ja so schwierig eigentlich. Und Sie könnten beispielsweise eine Mindmap zusammenstellen, in dessen Rahmen Sie abteilungsweise entsprechend abklappern, welche Themen denn eigentlich in der Fertigung anstehen, ja, oder in Ihrem Marketingbereich anstehen beispielsweise. Das ist ja ein Riesenthema zurzeit. Oder welche Themen generell in Ihrem Unternehmen einfach interessant sind. Ich bin mir ganz sicher, dass sehr viele unterschiedliche Themen bereits jetzt in Ihrem Unternehmen versteckt sind. Die Kunst bei der ganzen Geschichte ist es, im Prinzip herauszufinden, wo diese Informationen enthalten sind, wo Sie Zugriff auf diese Informationen erhalten und wie Sie in einer Auditsituation mit diesem Kapitel 4.1 umgehen möchten. Im einfachsten Fall ist es, dass Sie eine Auflistung von Themen haben. Das muss nicht unbedingt etwas total Ausdetailliertes sein, sondern vielleicht einfach nur allgemeine Informationen beinhalten über die Art und Weise von Themen, die für Ihre Unternehmung interessant sind. Und hierzu habe ich auch ein Dokument erstellt, das Sie durchaus nutzen können, um einfach, ich sag mal, diejenigen Themen zu sammeln, die für Sie auch relevant sind. Das sind interne Themen. Aber es können selbstverständlich auch externe Themen eine Riesenrolle spielen. Beispielsweise über Lieferanten, ne? Oder gewisse Gesetzgeber, die interessiert sind an ihrer Unternehmung, an gewissen arbeitsschutzrechtlichen Dingen beispielsweise. Oder vielleicht sogar Kunden, die interessiert sind als externe Partner, quasi mit externen Themen, die vielleicht ein neu entwickeltes Produkt oder ein Verfahren an Sie rantragen. All das sind Themenblöcke, die Sie in einem ersten Schritt einsammeln können, die Sie darstellen können in einer Liste beispielsweise oder in einer Mindmap und entsprechend vielleicht zuweisen, welche internen, welche externen Themen diese darstellen. Wie gesagt, es gibt im Prinzip einen Anhang zu dieser ganzen Thematik, die können Sie benutzen und als Ausgangssituation. Aber es ist definitiv notwendig, dass Sie gewisse Kommunikationen durchführen in Ihrem Unternehmen, in die einzelnen Abteilungen, mal reinfragen, eine kurze E-Mail rausschicken, vielleicht sogar die Personen direkt kontaktieren und nachfragen, was für Themen eigentlich in den einzelnen Bereichen relevant sind. Das können diverse, viele Themen sein, Maschinenrichtlinien, irgendwelche Verordnungen oder gesetzliche Grundlagen, aber auch Kundenspezifikationen oder ähnliche Dinge, Werksnormen beispielsweise. Und all das sind Themen, die es gilt zu überwachen und entsprechend zu überprüfen auch.